Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Daily Jazz. Diesmal geht es um die Einführung in ein komplettes Weiß-Repertoire für Weiß, basierend auf dem Zug erstens D4. Es sind teilweise Empfehlungen, die ich selber spiele, die ich selber Erfahrungen gesammelt habe, oder aber Varianten, die meiner Meinung nach ganz gut für Anfänger geeignet sind. Wer weiß, vielleicht können einige von euch ja auch was für ihr Hauptrepertoire nutzen. Ganz besonders gegen eher schwächere Fortsetzungen würde ich die Hauptvarianten empfehlen. Das heißt, wenn ihr da noch nichts habt, könnt ihr auch da gerne etwas übernehmen. Gut, also nach D4. In meinem ersten Clip möchte ich gerne mit dem Budapester Gambit anfangen. Es ist eine ganz interessante Idee von Schwarz. Und zwar nach D4 Springer F6, C4. Ja, wir spielen das ganz normalen Damen-Gambit-Aufbau. Und nach E5 opfert Schwarz den Bauern hier auf E5. Allerdings möchte er ihn nicht einfach nur hergeben, sondern ganz klar Initiative entwickeln. Er möchte schauen, dass er seine Figuren so anordnet, dass sie gegen diese Schwäche dann nachher drücken, weil der Bauer auf E5 nicht so leicht zu decken ist. Und in den Hauptvarianten gibt Weiß ihn in der Regel auch her, da er sonst zu viele Zugeständnisse machen würde. Das bedeutet, wir nehmen den Bauern zwar an. Das Ablehnen des Bauern gilt als nicht sehr gefährlich. Schwarz kann sich in der Regel normal weiterentwickeln. Aber es ist nicht unbedingt Thema des heutigen Clips. Also nehmen wir den Bauern an. D schlägt E5 und greifen sofort den Springer auf F6 an. Gut, wenn der Springer nach G8 zurückgeht, würde ich sagen, können wir uns einfach ganz normal weiterentwickeln. Springer F6 und Schwarz hat bereits ein bisschen Probleme. Er kann zwar versuchen, den Bauern wieder zurückzugewinnen, und zwar auf Umwegen über Springer E7 und G6. Das würde meiner Meinung nach zu einer ganz, ganz schlechten Version des Budapester Gambits. Ich meine, es dauert einfach wesentlich länger für Schwarz, dass er diesen Bauern zurückbekommt. Etwas, was in den Hauptvarianten sowieso passiert. Daher ist es einfach nicht gut. Ich denke mal, man kann einfach mit, ich schätze mal, Läufer F4 auch fortsetzen. Das sagen wir mal jetzt Springer E7, Läufer F4, Springer G6 greift den Läufer an, der zieht sich zurück. Springer C6, gut, der Bauer ist immer noch 200 gedeckt, dann Springer C3. Und wenn die Dame mal nach E7 gehen sollte, was in der Hauptvariante der Fall ist, um den Bauern anzugreifen, haben wir immer die Idee mit Springer E5 und dem Gabelfeld da unten auf C7. Ganz besonders mit vielleicht eventuellen Abzug des E-Bauern, ist es eigentlich, denke ich mal, ganz in Ordnung für uns. Gut, nach D schlägt E5, also wenn Springer G8 nicht gut ist und nicht zu empfehlen ist, bleiben im Grunde genommen nicht sehr viele Felder. Ich meine, Springer H5 läuft im Grunde genommen nur in G4 und der Springer ist weg, weil er überhaupt keine Felder mehr hat. Das heißt, Springer H5 geht ebenfalls nicht und Weiß wird auf Gewinn stehen. Daher hat Schwarz auch nur zwei Möglichkeiten. Er kann entweder den Springer nach E4 ziehen oder er spielt den Springer nach G4. In dem jetzigen Clip würde ich gern die Variante mit Springer E4 behandeln. Ich meine, die heißt so was wie Farajovic-Variante. Ist ziemlich bekannt für gewisse Opfermöglichkeiten und Öffnungsfallen für Schwarz. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier gibt es irgendwie Möglichkeiten, ja, teilweise auf F2 auch irgendwie mit Matt zu kommen. Also es ist gar nicht mal so ohne. Und das schwarze Konzept basiert im Grunde genommen darauf, diese beiden Felder zu kontrollieren und Druck gegen dieses Feld hier auszuüben. Das heißt, immer der Springer alleine ist nicht unbedingt sehr gefährlich. Der ist auch etwas schwach, da jetzt nicht einfach gedeckt werden kann. Ich meine, wenn der Bauer hier aufzieht, nehmen wir raus und wir haben einfach nochmal den extra Bauern. Das ist, also, Schwarz kriegt ihn gar nicht erst zurück. Das heißt, auch wenn er F5 zieht, wir nehmen einfach raus en passant und haben den extra Bauern. Und dieser Möglichkeit ist dieser schwarze Springer hier auf E4 sehr, sehr schwach. Stellen wir uns einfach mal vor, wir spielen die Dame nach, Moment, also die Farben weg, nach C2. Und greifen den Springer bereits an. Wohin kann der Springer ziehen? Er könnte nach G5 gehen. In Ordnung. Das kann er gern machen. Allerdings sehe ich dann kein Problem für Weiß, da wir dann einfach wahrscheinlich mit Läufer F4 fortsetzen, den Bauern decken, super Leben haben. Passt. Das heißt, der Springer ist einfach eine Art Schwäche momentan. Und
Was Schwarz in dieser Variante probiert, eine Variante, die übrigens sehr zweifelhaft, als zweifelhaft angesehen wird, ist, den Läufer hier oben zur Unterstützung zu rufen und mit Läufer B4 Schach ein bisschen Unruhe zu stiften. Eventuell sogar zwei Figurenpaare abzutauschen. Das heißt, wenn wir sehen, dass Schwarz eigentlich nur diese eine starke Idee in dieser Stellung hat, dann ist der naheliegendste Zug A3. Und A3 ist doch die Hauptvariante und eigentlich wahrscheinlich eine der Varianten, die das gesamte Abspiel hier etwas in den Schatten stellt. Denn mit A3 verhindern wir Läufer B4. Wenn der Läufer nach C5 geht, um auf F2 Unruhe zu stiften, dann können wir den Punkt einfach überdecken, spielen dann als nächstes vielleicht B4 und vertreiben den Läufer. Ganz einfaches Spiel. Jetzt schauen wir uns mal an, was für Möglichkeiten Schwarz hat. Nach A3 haben wir gesagt, Läufer C5 wäre eine Idee. Gilt aber im Grunde genommen als nicht so spielstark. Von daher gibt es einige Möglichkeiten. Moment. Nehmen wir das Fenster da mal weg. Er könnte zum Beispiel, genau, von Springer C6 aus. Springer C6 ist auch sehr logisch. Er will den Bauern zurückbekommen. Und sobald er ihn zurückbekommt, drückt er auch gegen diesen Punkt hier. Das juckt uns erstmal nicht. Denn wir haben einen taktischen Trick, um das Ganze zu verteidigen. E3. Es mag vielleicht wirken, dass Springer F3 besser ist. Allerdings ist das hier das Hauptproblem von Schwarz. Und wir wollen diesen Punkt so häufig wie es geht angreifen. Und zwar mit Dame C2 und Läufer D3. Und zwar so schnell wie möglich. Das heißt E3. Und der Punkt ist, dass Springer schlägt D5 taktisch scheitert, weil sich die beiden Springer nicht gegenseitig verteidigen können. Das geht aus reiner von der Geometrie her nicht. Das Brett ist so. Dame D5 greift beide Springer an. Und Schwarz kann nur einen einzigen davon retten. Ich meine, selbst wenn er versucht, hier irgendwas reinzuopfern, wir nehmen erst mit Schach raus. Läufer. Wir nehmen den Bauern raus, den Springer raus. Und nachher entwickeln wir uns aber ganz normal weiter und haben einfach eine Mehrfigur. Sogar zwei Mehrfiguren für einen Bauern. Das ist also auf jeden Fall nicht sehr gut für ihn. Gut, das heißt, wenn Springer schlägt E5 nicht funktioniert, sind wir für einen Moment sicher. Und Schwarz muss sich überlegen, wie er sonst fortsetzen möchte. Gut, Läufer C5 macht jetzt noch weniger Sinn als vorher, da wir einfach mit B4 folgen. A5 ist im Grunde genommen keine wirkliche Drohung oder Idee, weil Läufer C5 einfach zu langsam ist. Wir spielen trotzdem Dame C2 und Läufer D3 und haben immer ein sehr, sehr schönes Spiel. Das heißt, D6 ist in dem Fall eine Idee von Schwarz. Er opfert einen Bauern und befreit ein bisschen sein Spiel. Jetzt kann der Läufer natürlich auch hier raus. Aber Weiß ist nicht gezwungen, dieses Bauernopfer sofort anzunehmen. Und wir können einfach ganz in Ruhe Dame C2 spielen. Angriff auf auf den Springer. Das heißt, der hängt momentan und muss auch irgendwie gedeckt werden. So viele Möglichkeiten gibt es nicht. Schauen wir uns mal die offensichtlichste vielleicht an. Das ist Läufer F5. Aber das Problem ist, es kommt Läufer D3. Und wir greifen diesen Punkt bereits zweimal an. Und ein Abzug ist auch nicht möglich. Denn egal, wo der Springer hinzieht, wir schlagen erst den Springer raus, bevor der Turm unten auf H1 fällt. Und wir haben einfach eine Mehrfigur. Zusätzlich sehen wir noch einen Vorteil vom Zug A3. Diese lästige Springergabel hier ist einfach nicht möglich. Das heißt, der einzige Zug für Schwarz ist D5. Er braucht einen zusätzlichen Verteidiger. Und die erste Idee, die wir hätten, wäre natürlich einen weiteren Angreifer hinzuzufügen, ja, also Springer C3 sieht im Grunde genommen nicht schlecht aus. Das Problem ist, hierbei scheitert es konkret an etwas. Die Idee ist gut, die Zugfolge nur schlecht. Warum? Wenn Springer C3 kommt, hängt dieser Punkt ja immer noch nicht. Ich meine, der Bauer, gut, es geht vielleicht ein Bauer verloren, aber die Figur hängt nicht direkt, weil zumindest immer zurückgeschlagen werden kann. Das heißt, Schwarz hat Zeit, Gegenspiel zu finden, und zwar gegen den Punkt E5. Und mit Springer schlägt E5 haben wir ein Problem. Wir können zwar hier rausnehmen, aber Schwarz erhält dann in der Regel ein sehr, sehr gutes Spiel.
Und deswegen ist es wichtig, nach D5 erst Springer F3 zu spielen. Der Läufer hier hinten hängt auch noch. Das heißt, selbst wenn der Springer hier ziehen sollte, der Läufer auf F5 hängt. Und sobald, solange der Läufer hängt, bringt das Ganze nichts. Das heißt, er kann seine Konstruktion nicht lösen. Er kann auch hier nicht rausschlagen, weil dann wieder dieser Punkt hier hängt. Das heißt, es ist in gewisser Weise, ja, so, die schwarze Stellung schwebt quasi so ein bisschen in der Luft. Also ich meine, er hat einfach momentan keine Möglichkeiten, sich von dieser, von der weißen Dominanz loszulösen. Und deswegen zum Beispiel nach Läufer G6. Also der Punkt, wenn man jetzt G6 spielen würde, ist es im Grunde genommen ähnlich. Also die Ideen sind zumindest sehr, sehr, sehr verwandt. Nach Springer F3 kommt Läufer G6, kommt einfach Springer C3. Und die Idee ist unter anderem auch, wenn er hier nimmt, können wir wahrscheinlich einfach zum Beispiel jetzt hier auf G6 rausnehmen. Ich meine, der Punkt auf E5 ist überdeckt, wir haben immer noch den Mehrbauern. Wahrscheinlich kann man einfach sowas wie Läufer schlägt G6 spielen. Ja. Und danach nehmen wir den Springer hier raus, beziehungsweise vielleicht erst den Bauern und danach den Springer, weil der Springer uns dann auch nicht wirklich weg kann. Alle anderen Felder sind kontrolliert. Er kann weder nach A4, er kann nicht nach B5, er kann zwar nach E4, oder dann nehmen wir wieder zurück. Das heißt, er hat jetzt momentan einfach noch keine Zeit, seinen Springer zu retten. Und er hat auch keine Punkte, die er angreifen kann. Es steht nichts im Wirkungsbereich dieses Springers. Das heißt, auch ein Desperado, ein Springer, der sich opfert, ist nicht möglich und alles mit sich reißt. Und nach Springer C3 hatte Weiß also im Grunde genommen einen guten Vorteil, wie in der Partie Peters gegen Slyssa in Dieren 2004, die der weiße Spieler später auch, ja, eigentlich überzeugend sogar gewann, würde ich sagen. Okay, das heißt, nach Dame C2 ist Läufer F5 gar nicht mal so gut, auch wenn es der natürlichste Zug wäre. Doch was ist mit dieser Verteidigungsidee, die wir gerade eben schon mal hatten, D5? Kann im Grunde genommen natürlich durch Zugfolge auch überleiten. Und wir haben wieder gesehen, okay, dieser Bauer auf D5 zementiert momentan den Springer und der Bauer auf E5 hängt, ja. Das heißt, wir müssen uns wieder um den Bauern kümmern, Springer F3. Und jetzt gibt es zwei Züge, einmal Läufer E6. Das ist nur kein Problem. Ich meine, der Springer ist immer noch ist immer so ein leichter Schwebezustand für diesen Springer. Er kommt einfach nicht los. Er kann den Bauern auf C4 nicht mal nehmen, weil der Springer sofort hängen würde. Das heißt, Läufer E2 einfach ganz normal weiterentwickeln. Und Schwarz steht einfach ein bisschen schlechter. Er hat immer dieses Problem mit dem Springer. Und einer der nächsten Züge wird sein, C schlägt D5 und wir haben einen gesunden Mehrbauern. Das geschah in der Partie Riola gegen Hamducci in Manila 1992. Ob das wohl sogar die Olympiade war, das wäre interessant. Naja, jedenfalls. Weiß steht einfach hier viel, viel besser und hat überhaupt keine Probleme. Das heißt, nach Springer F3 statt Läufer E6 gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Läufer G4 zu spielen, mit der Idee, gut, wir greifen hier als Schwarzer den Verteidiger an, drohen den in manchen Varianten rauszunehmen, und danach hängt dieser Bauer, ja. Gut, das ist die Grundidee, und schauen wir uns mal an. C schlägt D5. Erstmal Initiative. Der Springer auf C6 hängt. Und der Springer auf E4 hängt. Dame schlägt D5, ist im Grunde genommen fixiert. Läufer C4. Wir entwickeln eine Figur. Und greifen direkt die schwarze Figur an. Und die Hauptvariante hier geht jetzt nach Dame A5 weiter. Hier scheiden sich ein bisschen die Geister. Also ich meine, ich glaube, die Engine bevorzugt B4 und gibt eine gewonnene Stellung für Weiß an, wie in der Partie Flair gegen Legu in Saint-Affrique 2002, die Flair jedenfalls allerdings nicht gewinnen konnte, die endete remis. Eine andere Idee ist, Springer BD2 zu spielen, was ich meine, eine Empfehlung von Schandorf in einem seiner Repertoirebücher war. Ja, Springer BD2 verteidigt das Ganze, greift wieder diesen Springer an und zum Beispiel nach Läufer schlägt F3, kann Weiß nicht wiedernehmen. Das heißt, Schwarz nutzt den Umstand, dass er der Struktur einen Schaden zufügen kann. G schlägt F. Springer schlägt D2. Dieser Springer, der eigentlich die ganze Zeit über eine Schwäche war, wird beseitigt. Und nach Läufer schlägt D2, Dame schlägt D5,
Läufer C3 gibt Schandorf in dieser Stellung weiß einen starken Vorteil. Also meine Engine sagt auch, dass hier weiß eindeutig auf Gewinn steht mit plus 2, ich glaube 30 war das. Und die Partie Fusijava gegen Borwell, ICCF, also Fernschachpartie 2004, gewann weiß auch. Und wenn in der Fernschachpartie etwas gewonnen wird, kann man in der Regel davon ausgehen, dass das doch irgendwo auch stichhaltig ist, da beide Parteien mit starken Engines arbeiten und somit auch gute Verteidigungsressourcen haben. Und wenn in der Fernschachpartie jemand es schafft, überzeugend zu gewinnen, dann sollte diese Variante wirklich, wirklich gut sein für einen. Gut, das heißt, Läufer G4 und Läufer E6 sind nicht besonders wirkungsvoll, was das gesamte Abspiel mit Springer C6 ein bisschen in den Schatten stellt und das Abspiel gilt auch momentan erst nicht wirklich gut und spielbar. Gut, nach A3 gibt es noch andere Möglichkeiten. Schauen wir uns mal D6 an. D6, selbe Idee. Dame C2. Schwarz hat sich bloß nicht entwickelt. Gut, wenn Läufer F5, wenn Läufer F5 kommt, direkt Springer C3. Warum? Weil kein Gegenspiel gegen den Punkt E5 vorliegt. Das heißt, dieser Punkt hängt jetzt momentan einfach. Natürlich kann er jetzt probieren, Springer G3 zu spielen. Dieser Abzug herrscht immer. Wir haben keinen Läufer dazwischen. Aber E4 bringt Weiß trotzdem auf die Gewinnstraße. Nach Springer schlägt H1, E schlägt F5, ist der Springer auf H1 einfach tot. Wir spielen G3, Läufer G2, Springer weg. Das heißt, das ist jetzt auch nicht unbedingt gut, aber Springer C5 ist interessant. Die Frage ist, wie spielt Weiß weiter? Wir nehmen erstmal den Extrabauern, bevor Schwarz ihn zurückbekommen kann. Das wollen wir nicht zulassen. Er hat ja letztendlich Zeit verloren mit seinem Springer. Er hat Springer nach E4 gespielt und mussten am Ende wieder zurück nach C5 überführen. Läufer schlägt. Gut, Schwarz hat Entwicklungsvorsprung. Springer F3, Rochade, Springer C3. Nach Springer C6 ist Läufer E3 interessant. Er wurde zwar noch nie gespielt, aber es ist sehr interessant. Es wirkt komisch, weil man den Läufer vor den Bauern stellt, aber nach G3 und Läufer G2 steht der Läufer da wirklich sehr, sehr gut. Dame F6 ist die Hauptvariante gewesen bislang, auch wieder in einer Fernschachpartie zwischen Morrow und Westergaard. Das sind zwar recht berühmte Fernschachspieler. Und die Partie ging weiter mit B4. Angriff auf den Springer. Läufer F5. Zwischenangriff gegen die Dame. Dame B2. Springer E4. Und jetzt Springer D5. Angriff auf die Dame. Nimmt. Und auf einmal hat Weiß in der Entwicklung aufgeholt, hatten mehr Bauern und im Grunde genommen viel, viel bessere Chancen. C6, Springer E3, der Läufer auf E5 hängt. Läufer G6. C5 wirkt sehr, sehr wichtig. Diesen Läufer müssen wir einfach vertreiben. Läufer C7 und jetzt ganz normal die Entwicklung fortsetzen. Der Springer steht auf E3 natürlich ein bisschen blöd, weil der Läufer auf F1 nicht einfach über den natürlichen Wege raus kann. Deswegen müssen wir uns den Alternativentwicklungszug überlegen, G3, und Weiß steht wesentlich, wesentlich besser. So, Entschuldigung, das war das Telefon. Okay, nach G3 hat Schwarz, wie gesagt, muss er im Ausgleich kämpfen und so wirklich ernsthaft kämpfen. Auch dieser Läufer hier zum Beispiel, wir können ab und zu mal überlegen, ob wir den einfach gewinnen. Und auch die Aktivität der Figuren ist halt hier wesentlich stärker. Immer die Springer kontrollieren ziemlich starke Felder. Und ist im Grunde genommen sehr, sehr angenehm für Weiß. Dame H5 ist eine andere Idee. Sieht auch sehr kritisch aus. Ich meine, die Drohung ist ganz klar. Matt in 1, ja. Das heißt, wir müssen den Punkt verteidigen. G3, Angriff gegen die Dame. Dame H5. Läufer G2. Der Springer hängt. Dame nimmt sich den Bauern zurück. Materialgleichgewicht ist wiederhergestellt. Das Problem ist, dass die schwarzen Figuren nicht sehr gut stehen. Dieser Springer ist trotzdem noch sehr anfällig. Und die Dame wird einfach ein Ziel, Angriffsziel. Eine Idee ist zum Beispiel Springer F3. Völlig spielbar. Eine andere ist eben Dame C2. Direkter Angriff gegen diesen Punkt. Die weiße Idee ist, dass der Springer erstmal ziehen muss. Springer F6. Und die Dame kann trotzdem noch angegriffen werden. Das heißt, wir schlagen im Grunde genommen zwei Fliegen mit einer Klappe. Springer C3.
D6 Springer F3, Angriff gegen die Dame. Wenn sie nach E7 geht, ist nach Läufer G5 sofort Schluss, denn es drohen unangenehme Sachen wie Springer D5 und dann hauen wir hier raus, zerstören die Struktur, weil ja einfach gar keine Verteidigung mehr ist und Schwarz muss auch immer auf diesen Punkt hier aufpassen, auf C7. Also danach steht die weiße Stelle, also ist weiß eigentlich im Grunde steht auf Gewinn. Ganz einfach. Deswegen Dame H5 ist stärker. Trotzdem Läufer G5. Die Drohung ist momentan positionell gesehen hier reinzuschlagen. Läufer 7 bricht das Ganze. H4 stützt diesen Punkt und verhindert ein schwarzes Läufer H3. Dame geht nach G6. Wir werfen einen Schach ein. Damentausch können wir jetzt dazu lassen, müssen wir aber nicht. Deswegen gehen wir lieber mit Schach raus. Wenn Läufer D7 gespielt wird, geht die Dame zum Beispiel nach B4 oder nach B3 wahrscheinlich. Ja, greift den Punkt an. Wirkt ein bisschen unangenehm. C6 deshalb. Und jetzt nach H5. Angriff gegen die Dame. Das heißt, die Dame hat auch nicht wirklich sehr, sehr viele Felder. Also ein Feld. Allerdings kommt nach diesem Zug dann einfach, denke ich mal, ja, ich denke Läufer H3 einfach. Das dürfte aus sein. Ja, sieht stark aus. Gut, nach C6, H5, Springer schlägt H5, Läufer schlägt, König schlägt und Springer H4 hat die Dame hier bereits ein paar kleine Probleme. Was mit ihr passieren kann, schauen wir uns gleich mal an. Und zwar Dame F6. Turm. Dame F6, Turm D1, Turm D8, Dame A5, Angriff gegen den Springer. Und nach G6, Springer E4, hat Schwarz das Problem. Diese Dame hier ist im Grunde ein Punching Ball. Den Bauern hier unten zu krallen, ist einfach lebensmüde, da unter anderem vielleicht sogar sowas hier drohen kann. Oder das hier eine Idee ist, Dame C7 zum Beispiel. Nimmt, wenn der Turm dazwischen zieht, hängt der Läufer. Wenn, jetzt ziehen wir mal den Läufer dazwischen. Gut, ich denke mal hier, okay, nee, Dame schlägt B7 ist nicht möglich. Aber wir können hier weiter futtern. Der König ist angegriffen, einziges Feld. Und jetzt sieht sogar sowas wie G4 stark aus. Die Idee ist, wenn der Springer weg ist, kommen wir hier rein mit Mattdrohungen. Und die Dame muss sich opfern und ja, das ganze Haus fällt in sich zusammen. Das heißt, nach Springer E4 ist im Grunde genommen die Stellung auch schon wieder fast verloren. Also die Initiative von Weiß ist einfach nur zu heftig gewesen. Gut, die Frage ist, was soll Schwarz sonst spielen? Es gibt noch eine Möglichkeit, mit B6 zu kommen. Das ist ein eher moderner Ansatz, da alle anderen Varianten momentan in der Kritik, also ein bisschen in der Bredouille sind, hat Schwarz überlegt, okay, wie könnte ich denn das Problem hier noch lösen? Gut, ein Problem ist natürlich, dass der Springer hier immer wieder hängt. Das heißt, eine Idee ist, den Springer doch einfach zu überdecken. Schauen wir uns das Ganze mal an. Springer D2. Dame D5 ist nicht so stark, da ich glaube nach Läufer B7 schlägt und Springer C6 die Dame nicht mehr rauskommt. Denn zum Beispiel Dame A6 sieht zwar nett aus, aber Springer C5 beendet das Ganze sofort. Deswegen Springer D2. Läufer B7 schlägt und Läufer F4. Wir haben, Schwarz hat es zwar geschafft, das Problem mit dem Springer zu lösen. Das Problem mit dem Bauern bleibt allerdings bestehen. Und ja, also hier gibt es im Grunde genommen schon fast keine Variante, in der Schwarz sich wirklich behaupten kann. Springer C6 zum Beispiel, Springer F3, H6. Die Idee ist, ich glaube, nach G6 kommt einfach nur Läufer G5 und es gibt eine Katastrophe. H6, E3, G5, Läufer G3 und Läufer G7. Kriegt Schwarz den Bauern zurück. Das ist die einzige Variante, in der Schwarz diesen Bauern zurückbekommt. Das Problem ist, das Ganze kam nicht ganz umsonst. Er hat sich hier geschwächt, wesentlich geschwächt. Und ja, ich meine, wir haben Idee mit zum Beispiel H4 und greifen die Bauernkette an, wenn der Bauer nach vorne geht, dann können wir später sogar mit F3 angreifen und anhebeln und einfach Schwächen provozieren, die später dann ausnutzen. Ein bisschen wie in der Botvinnik-Variante, wo
Schwarz in der, glaub, Moskauer Variante, wo Schwarz am Damenflügel alle Bauern aufzieht, am Königsflügel alle Bauern aufzieht und Weiß dann für diesen einen Bauern, den er gibt, die gesamte Kompensation hat. Er hebelt alle Bauern am Flügel auf und das ist im Grunde genommen eine ähnliche Stellung, nur dass wir als Weißer keinen Bauern geopfert haben. Das heißt, wir haben trotzdem das ganz normale Spiel. Okay, ja, das wäre es im Grunde genommen. Also meine Referenzpartie hier ist auch wieder eine Fernschachpartie und zwar zwischen Bellmann und Polzer in der deutschen Fernschachliga 2002. Und ja, im Grunde genommen ist das alles, was man zur Fajrajovic-Variante hier mit Springer E4 sagen kann. Ja, also das schwarze Konzept wirkt nicht sehr stabil nach dem präzisen Zug viertens A3. Und auch in der Praxis hat sich dieser Zug bewährt und stellt Schwarz momentan vor enorme Probleme. Okay, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen oder vielleicht sogar eigene Kommentare habt, wäre ich froh, wenn ihr sie mir beim YouTube-Channel postet. Ihr könnt mir auch eine, ja, Twitter-Post schreiben oder per Facebook vielleicht sogar. Und ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf zu antworten. Ansonsten bitte teilt die Videos, das wäre echt cool. Ich möchte so viele Leute wie möglich erreichen und ja, viel Spaß mit dieser neuen Waffe. Danke fürs Zuschauen.